Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es darum gehen, wie ihr auf Watzim oder Ivao kommt. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Let's go. So, und damit auch nochmal herzlich willkommen. Wir kümmern uns heute um die Phrasologie von Watzim und Ivao. Und heute ist der erste Part. Da kann ich schon mal zu sagen, nachdem das alles in PowerPoint gemacht wird, was wird in diesem Tutorial vorkommen? Ganz einfach gesagt, wir werden das NATO-Alphabet durchgehen, die Zahlen, wie man die ausspricht, Artis, was ist eine Artis, Startup, was wird beim Startup gefunkt und Pushback und Rollen, was man dort alles funkt. Wir fangen an mit dem NATO-Alphabet. Das NATO-Alphabet ist das normale Alphabet, sage ich jetzt nur mal, mit Abkürzungen, wie zum Beispiel Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo und so weiter. Die müsst ihr wirklich alle auswendig können. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen November 3, dann ist es N3 zum Beispiel oder Mike 4, M4. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall merken, das ist sogar noch das Einfachste, auch wie die Zahlen sind auch das Einfachste. Wenn ihr irgendwie nicht hinterherkommt, einfach kurz das Video pausieren und dann geht es. Dann haben wir einmal die Zahlen genau. Die Zahlen werden anders ausgesprochen wie normal. Zum Beispiel, wir haben die 3, die wird in Englisch normal 3 ausgesprochen. Hier wird sie aber 3 ausgesprochen, aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn man funkt, dass es nicht so nur so ein kleines Piepen gibt am Ende oder andere Sachen. Genau, oder Sierra ist 0 und Niner ist 9. Das sind so die, die Besonderheiten. Der Rest dürfte an sich eigentlich gleich bleiben, aber da gibt es manchmal noch einen Unterschied. Genau, also so viel erstmal zu den Zahlen und den Buchstaben. Das ist an sich das Einfachste, aber wozu wir jetzt hat, also wo wir jetzt drauf kommen, keine Ahnung, ob das jetzt noch einfach sein wird. Ich werde euch das versuchen, so best wie möglich zu erklären. Aber okay, wir fangen an mit der Artis. Die Artis, um sozusagen, ist die Wetterinformationen von dem Flughafen und der Umgebung. Die Artis kann man auf 118.0.0 finden. Das ist, glaube ich, bei jedem Flughafen so. Also, wie auch in den letzten Videos angaben, wie immer ohne Gewähr. Die Artis enthält Wetterinformationen, wie schon gesagt. Dort wird zum Beispiel Information Alpha gesagt. Die wird dann beim Startup gebraucht. Wir nehmen jetzt als Beispiel Information Alpha. Die merken wir uns kurz und dann gehen wir auch schon zum nächsten Schritt. Die Startup. Und besser auch gesagt, die Streckenfreigabe. Beim Startup ist es so, Startup für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Ihr habt soweit schon beim Cockpit alles so bereit, habt euren Flutplan gefeilt, habt Boarding gemacht, habt getankt und alles. Und jetzt seid ihr soweit bereit, um die Motoren anzupassen. Dafür sagt ihr jetzt ganz einfach auf der richtigen Frequenz. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt als Beispiel München Delivery. Sagt ihr ganz einfach München Delivery, Servus, Lufthansa, Sierra, Niner, Information Alpha, Request, Startup. In den meisten Fällen liest dann euch der ATC euren Funkspruch zurück und sagt dann Lufthansa, Sierra, Niner, München Delivery, Servus, Alpha ist korrekt, Startup ist approved. Und dann müssen wir einfach nur ein Readback machen, Readback, einfach nur zurücklesen, was er gesagt hat. Einfach sagen, Startup approved, Lufthansa, Sierra, Niner. Das ist der Startup. Aber dabei bleibt es meist nicht. Meist müsst ihr sogar noch die Streckenfreigabe direkt in einem geben. Das heißt, es würde so aussehen, ihr würdet funken, München Delivery, Lufthansa, Sierra, Niner, Information Alpha, Request, IFR, Clearance to Köln, Bonn. Dieses Information Alpha habe ich jetzt nicht reingeschrieben, weil selten ist es so, dass die Streckenfreigabe auch ohne Information Alpha passiert. Wenn ihr schon davor halt
ja, frei, also hier den Startup requested. Genau, dann sagt der ATC, zum Beispiel jetzt am Beispiel München, das habe ich noch aus unserem letzten Flug genommen, Lufthansa Zero Niner München Delivery, clear to Köln Bonn via give me six square back departure flight plan route squawk 1050. Ganz einfach, man schreibt, überlegt sich schon mal vorher, was kann er sagen. Schreibt euch das irgendwie auf ein Blatt Papier oder auf Discord in irgendeinen Channel oder irgendwie, wie ihr wollt. Und dann bessert ihr das halt dann am Ende aus. Und dann macht ihr einfach das normale Readback. Lufthansa Zero Niner, we are clear to Köln Bonn via given 6 Squareback Departure, Flight Plan Route, Squawk 1050. Ganz einfach. Und danach wird er halt noch sagen, Lufthansa Zero Niner, Readback correct, contact apron when ready. For Pushback, genau. Das habe ich vergessen noch hinzuschreiben, aber wenn wir bereit sind fürs Pushbacken, dann sollen wir Apron kontaktieren. Dann sagt, macht ihr halt wieder das Readback, contacting apron when ready for Pushback. Genau, und dann habt ihr es soweit mit dem Ground Lotsen fertig. Und ihr könnt zur Pushback und zum Rollen. Beim Pushback ist es so, dass ihr das Ganze besteht aus dem, wie soll ich sagen, hier aus dem München Apron, also bei dem Lotsen, bei dem ihr gerade seid, dann einmal aus Servus, also Begrüßung und euer Callsign, dann wo ihr steht und was ihr wollt, heißt Request. Das Ganze würde sich dann so anhören. München Apron Servus, Lufthansa Zero Niner, Gate 212 Alpha, Request Pushback. Das wäre fürs Erste so, das Pushback. Und ganz einfach an sich. Dann geht ihr hin, also sagt der Lotse dann Lufthansa Zero Niner Servus, München Apron. Ach genau, Lufthansa Zero Niner München Apron Servus, genau. Kurzen Hänger gehabt. Pushback approved, facing north. Facing North bedeutet, dass wenn ihr zurückfahrt, solltet ihr in Richtung Norden euch stellen von der Karte aus. Heißt, es wäre, wie auch im letzten Tutorial gesagt, sinnvoll, wenn ihr Volante habt, weil dort sind dann auch die Taxiways richtig beschriftet. Heißt, ihr wisst auch, wo ihr euch hin pushbacken müsst und in welche Richtung, weil das dann auch von oben gezeigt wird. Genau, dann macht ihr einfach nur ein Repad. Pushback approved, facing north, Lufthansa Zero Niner. Genau, und das war's auch schon mit dem Pushback. Dann macht ihr soweit alles bereit, fahrt während dem Pushback eure Triebwerke hoch, stellt euch in die richtige Richtung. Und wenn ihr dann bereit seid, geht ihr zum Rollen über. Dort sagt ihr dann einfach, Lufthansa Zero Niner, request taxi. Dann sagt der ATC-Lotse euch, wo lang ihr müsst, und das würde ich euch empfehlen aufzuschreiben, weil sonst könnt ihr Sachen vergessen oder auch Sachen falsch sagen. Dann wird er wahrscheinlich auch sagen, Lufthansa Zero Niner, Taxi via Whiskey 2, November 3 und Alpha 3. Dann müsst ihr ganz einfach das Repack machen, Lufthansa Zero Niner, Taxi via Whiskey 2, November 3 and Alpha 3. So, und dann fahrt ihr los. Heißt, ihr schaut auf die Strecke, schaut, wo ihr lang müsst. Und dann wartet ihr am Holding Point November 3. Und ab hier würde ich sagen, geht's dann im nächsten Tutorial weiter, heißt Part 2. Und ich hoffe, euch hat dieses Tutorial schon mal ansatzweise etwas geholfen. Und wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo da lasst. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.